Geht mir aber genauso, wenn ich manchmal so andere YouTuber schaue, denke ich mir auch, was macht der denn da? Vor allem so Modpack-YouTuber wie Debitor zum Beispiel. Da macht er irgendwas total komisches. Und ich denke mir nur so, ah, mach das doch nicht so, mach das doch anders, das ist viel besser. So. Jetzt muss ich nur noch Stufenplatz hier. 94.000. Ja, so in etwa. Läuft bei dir auf jeden Fall. Den Rest machst du ja, ne? Ah, alles klar. Wenn wir Anime nebenher gucken, ist das easy. Haben wir ja, ne? Haben wir ja. Wir haben ja wieder was. Der ist aber nur in 4 zu 3. Ach, nur in 4 zu 3. Nee, so eine Scheiße guck ich nicht mehr. Außer Dragon Ball. Oh, Dragon Ball. Die letzten 4 zu 3, die ich geguckt habe, den habe ich in 16 zu 9 geguckt. Nee, das muss ich jetzt unbedingt mal ansprechen hier, Dragon Ball. Wer von euch da draußen, der jetzt hier zuguckt, ist Dragon Ball Fan und will den neuen Dragon Ball Film gucken und darf es nicht? Da schreibt es jetzt in die Kommentare. Wieso hat er gerade 2 Stufen gleichzeitig platziert? Ihr müsst euch mal vorstellen, ne? Ich persönlich, habe im März erfahren... Wieso platziert er 2 gleichzeitig? Dass der neue Dragon Ball Film Resurrection F, ne? Dragon Ball Z Resurrection F, der soll einen Kinostart bekommen. Und ich war mit leuchtenden Augen vorm Monitor gesessen und hab mir gedacht, boah, geil. Und sogar noch in 3D, ne? Und jetzt ist der Film endlich ins Kino gekommen. Und was denkt er, was ist? Das Kino, was bei mir in der Nähe ist, das strahlt den nicht aus. Ne? Die sagen so, ne? Den zeigen wir nicht, ne? Hauptsache so ein Scheißdreck wie Conny und Co. läuft. Was kein Mensch sehen will. Aber offensichtlich ja schon mehr Leute nicht. Als Dragon Ball. Ich will den nicht sehen. Ich guck sowieso keine Kinofilme. Das geht nicht. Wisst ihr, das regt mich einfach so auf. Das regt mich einfach absolut auf, muss ich sagen. Ihr müsst euch mal vorstellen, da will man ins Kino gehen, kauft sich einen halben Liter Cola für 5 Euro, kauft sich hier Popcorn für was weiß ich, wie teuer das ist. Kino ist ja schon ein bisschen teuer. Und man sagt, ja gut, ich will das Geld ausgeben, ich will den Film sehen, weil ich den Film total feiere. Und weil ich den Film unterstützen will. Und dann sagen die so, nö, zeigen wir nicht. Also es steht immer noch drin... Programmstart wurde noch nicht bestätigt, also es kann noch kommen, aber ich glaube da ehrlich gesagt nicht mehr. Vielleicht nächstes Jahr zu Ostern oder keine Ahnung. Wie sich die Leute das vorstellen. Ich glaube, ich habe jetzt hier irgendwie einen Fehler drin. Kann das sein? Ja, meine Güte, kann es sein. Ist jetzt mir aber auch egal, ist eh nur außen. Warum hier wieder weiß? So, oh, Stufen, na gut, ich muss da hin machen. Man. Jetzt haben wir mal so geguckt, ne? Beim Starkiller in der Nähe ist ja auch noch ein Ding, ein Kino. Da läuft aber auch nicht der Film. Jetzt müssten wir nach Frankfurt fahren, um den Film zu gucken. Und ich wohne in Unterfranken. Wieso kann Minecraft nicht ich komme mir nicht mehr weg. Was hast du denn? Ich hab Seelensand gelöscht, abgebaut und der ist da geblieben, wo ich ihn abgebaut habe. Ja, das passiert manchmal, da musst du mal reconnecten. Ja, aber wenn ich da drin stehe, geht das wohl schlecht. Dann porte dich halt kurz 2 Blöcke weiter neben dran oder so. Ja, das sind wieder so Dinger, wo ich mir denke, ja. Warum? Da freut man sich ein halbes Jahr auf den Film und dann sagen die, nö, schreien wir nicht aus. So, fertig. Dann wundern sich die Kinos, wenn die Leute hergehen und sagen, ja gut, dann hole ich mir halt eine Raubkopie übers Internet. Ja, warum muss ich 100 Kilometer fahren? Ja, um einen Film zu gucken. Um dann nur im Kino zu gucken, ja genau. Obwohl ein Kino hier direkt nebenan ist. Also. In meinen Augen ist das ehrlich gesagt eine Frechheit.
Also ganz im Ernst, in meinen Augen ist das einfach eine Frechheit. Scheiße. So. Nicht wegfahren, Minecart. Keine Ahnung, es passt auf jeden Fall so. 1, 2, 3, ja. Nee, das finde ich. Na. Aber ich habe jetzt sowieso, also ich habe schon ein paar Reviews, also mir Sachen durchgelesen. Ich habe den Film auch noch nicht gesehen, obwohl ich den schon längst in Japanisch oder Englisch hätte gucken können. Das Problem ist bloß, ich verstehe beides genauso gut, nämlich gar nicht. Was ist mit dem Scheiß da? Ja, Feuer, weißt du, jetzt bin ich im Arsch. Aber ich habe extra gesagt, nö, ich guck den Film nicht, ich warte bis er auf Deutsch rauskommt. Dann war hier halt eben Ankündigung, dass er ins Kino kommen soll, in 3D. Dann habe ich mir jetzt ein paar Sachen durchgelesen. Also der Film soll ganz gut sein. Was ich eigentlich auch so erwartet habe. Aber das 3D soll relativ unnötig sein, was man so gelesen hat. Und ich habe mir eigentlich so erhofft, dass das 3D schon so ein bisschen geil ist. Aber wenn die Leute schreiben, ja, das 3D ist fast nicht merkbar, dann braucht man es eigentlich auch nicht. Und dann habe ich jetzt ehrlich gesagt auch keinen Grund mehr ins Kino zu gehen. Gucke ich mir den Film halt mal auf Englisch an. Oder ich warte, bis die Blu-ray-Version rauskommt nächstes Jahr. Wobei ich gehört habe, dass in den Blu-ray-Versionen die deutsche Synchro von den Kai-Sprechern gemacht werden soll. Also von den Leuten, die halt Dragon Ball Kai synchronisieren. Wobei man ja jetzt halt für den Kinofilm wieder Tommy Morgenstern und den anderen da noch, ich weiß jetzt nicht, wie er heißt, ich glaube Oliver Siebeck heißt er. Der, wo Vegeta spricht, soll man halt so die paar Originalsprecher wieder mit reingezogen haben. Und da kann ich jetzt ehrlich gesagt nicht nachvollziehen, dass man für einen Kinofilm jetzt halt einmal eine Synchro macht und dann nochmal für die Blu-ray nochmal eine. Das ist halt doppelte Geldverschwendung eigentlich. Wieso greift er mich jetzt an? Ich habe doch gar nichts gemacht. Ich habe doch überhaupt nichts gemacht. Ja, normalerweise kriegen wir ja immer nur Kick-Off ein, ne? Ja. Oh, da gibt es Essen bei Marcel. Ah, eine Stunde 36, das ist okay, dann können wir gleich Aufnahmepause machen. Ne? Na gut, dann machen wir noch 3 Minuten und sind die 40 voll und dann passt's. Wenn das okay ist. Ja. Jetzt gibt er mir ein ganz neues Deck aus dem verkackten Rucksack. Dann geht die Lebensenergie auch wieder nach oben. Das ist eigentlich gut, wenn wir das so machen. Einer platziert die weißen Blöcke, einer platziert die roten Blöcke. Ja, sieht gut aus. Yay.
Ich hab bloß keine roten Blöcke mehr. Polierter Granit. Granit. Jetzt so. Gibt er mir Granit. Diese Zombie-Pigments hier überall, ne? Ist auch noch einer. Diese Säge. Nein, der war falsch. Was machst du denn da? Wer, ich? Ja. Hast du den falschen wieder geschickt? Ups. Nicht schon wieder. Lass es. Jetzt mach ich's falsch. So, dann machen wir die Reihe hier noch. Oh, die Zombies lassen mich in Ruhe. Die wollen nur was von mir. Ist Ruhe im Karton. So. So. Die will ich schon verarschen, oder? Ja, irgendwie. Ja. Ja gut, ich habe mal die 40 Minuten voll. Marcel muss essen gehen, sonst gibt's wieder Azure. Will der was? Er will auch noch was. Was ist denn los, du? Mal weg. Dann würde ich sagen, war's das für dieses Mal. Haben wir schon ordentlich was geschafft, ne? Da brauchen wir noch einen roten. Ja. Und dann sage ich tschüss. Bis zum nächsten Mal. Sag tschüss. Tschüss. Ja, tschüss. Da. Abschiedsschlägerei.